Kann man das sehen? Bis jetzt Im noch Moment? nichts. Teilen Sie noch nicht? Das ist komisch. Ich habe also ich habe den Bildschirm, ach so, da auch nochmal. Ja, den über. Sehen Sie jetzt meinen Bildschirm? Ja, yes. Aber ja. Ja. Dann müssten Sie das sehen können, ja. Super, sieht gut aus. Perfekt. Ja, Frau Verleuer hat ja schon einiges bisschen vorweggenommen. Ich möchte eigentlich noch mal erklären, wann und warum und weshalb wir transplantieren bei der Fanconi-Anämie. Ich möchte so ein bisschen was auch zur historischen Erfahrung beziehungsweise zur Entwicklung des in Deutschland populären GEFA-Protokolls, German Fanconi, also in Deutschland natürlich auch gebräuchlich, erzählen. Die aktuellen Transplantationsergebnisse beziehen sich eigentlich mehr auf das Datum der Publikation. Teilweise sind das auch ältere Daten, aber es fasst eigentlich zusammen, was wir so über die Jahre gelernt haben. Und ganz kurz, ich sehe das auch so, dass die Gentherapie noch was sehr Experimentelles ist. So ein bisschen auf die Unterschiede eingehen, vielleicht, oder ich hoffe, wir haben dann auch noch genug Zeit für Fragen und Diskussionen. Das kennen Sie im Prinzip alles. Die Fanconi-Anämie ist eine seltene Erkrankung mit 22 bis 23 verschiedenen Genen, auch unterschiedlich vererbt. Und was letztlich wirklich entscheidend ist, die sehr häufige Knochenmarkinsuffizienz, also die Unfähigkeit, dass aus dem Knochenmark ausreichend Blutzellen gebildet werden. Und damit hängt das eigentlich auch ein bisschen zusammen, das Leukämie- und Krebsrisiko, was damit zusammenhängt. Auch nochmal kurz ein bisschen aus der anderen Blickweise. Links sehen Sie das komplett leere Mark. Und wenn die Blutplättchenbildung, die sogenannte Thrombopoese, defekt ist, was eigentlich als erstes passiert, dann habe ich Blutungszeichen, sogenannte Petechien, oder bei Kindern sieht man meistens auch mehr Hämatome, weil die sich halt auch öfter gleichzeitig stoßen. Die Verminderung der weißen Zellen, die Neutropenie geht dann klinisch einher oder typischerweise einher mit insbesondere bakteriellen Infektionen und die Verminderung der roten Zellen, die Anämie, die dann auch alle vom Blutvolumen vergrößert sind. Das ist eigentlich das Typische auch bei der Fanconi-Anämie mit Blässe und Abgeschlagenheit. Und warum passiert das nun alles? Wenn man das so ein bisschen sich herleitet, beschreibt ja der Stoffwechseldefekt sozusagen von Fanconi-Zellen eine nicht funktionierende Art der DNA-Reparatur, wobei bestimmte Schäden der DNA, der Erbinformation, Brücken zwischen den beiden Doppelsträngen, wie hier zu sehen, nicht repariert werden können. Und im Grunde genommen tut der Körper oder die Zelle dann eigentlich was für den Gesamtorganismus sehr Vernünftiges, wenn sie feststellt, sie kann diesen Schaden nicht reparieren. Dann geht sie sozusagen in den programmierten Zelltod, Apoptose wird das genannt, und die Zelle stirbt ab. Das ist zwar für die Zelle bedauerlich, aber es schützt den Gesamtorganismus, weil die Erbschäden, die in dieser Zelle sind, da nicht weitergetragen werden. Das kann man sich jetzt aber leicht vorstellen, im Knochenmark, wo es viele teilungsaktive Zellen gibt. Wenn viele Zellen in den Zelltod gehen, führt das irgendwann mal zu einer Erschöpfung dieser Stammzellen und damit zum Knochenmarkversagen. Es gibt noch zusätzliche Mechanismen, oxidativer Stress, Infektion, Entzündung, die dazu mit beitragen. Aber dadurch kommt es, dass das Knochenmark, Versagen so häufig ist. Und wenn Sie jetzt aber sich vorstellen, dass einige Zellen vielleicht die Schwelle in diesen Zelltod zu gehen etwas reduziert ist und Sie sehen rechts unten so völlig abartige Chromosomen, Bilder, wenn man Fanconi-Anämie-Zellen mit bestimmten Zytostatika behandelt
Und wenn die Zelle eben nicht abstirbt, sondern sich teilt und dann diese Chromosomschäden weitergegeben werden auf die Tochterzellen und das sozusagen über Generationen, Zellgenerationen so weitergeht, kann man sich leicht vorstellen, dass dort ein Zellklon entsteht, der Mutation trägt, der Veränderung trägt. Und dann ist das eigentlich ein kleiner Schritt in Richtung Krebsentwicklung, sodass eben einerseits das Versagen von Stammzellen, typischerweise das Knochenmarkversagen, andererseits die Malignomentwicklung letztlich die gleiche Ursache haben, nämlich die Chromosomeninstabilität und die Unfähigkeit des Reparatursystems, das zu beseitigen. Jetzt. Das ist auch nochmal von der gleichen Arbeitsgruppe, die auch Frau Feloya genannt hat, wobei jetzt hier das nicht pro Alter gezeigt sind. Das sind, zeige ich Ihnen sehr, sehr viel im weiteren Verlauf. Das sind sogenannte Kaplan-Meier-Kurven, wo ein Ereignis, Tod, was immer man bezeichnet, über die Zeit eingetragen wird. Und hier ist es jetzt nicht altersbezogen, sondern kumulativ sozusagen für das gesamte Lebensalter. Und in Rot sehen Sie, da steht jetzt Stammzelltransplantation oder Tod. Das ist so ein bisschen irreführend. Das ist eigentlich Knochenmarkversagen, was dann entweder die Transplantation bedingt oder sozusagen zum Tod führt. Und das passiert, also den Patienten kann es gut gehen, die können weiterleben, aber das passiert mit einem Lebenszeitrisiko von 70%. Und darunter, die Farben sind ein bisschen schwer zu unterscheiden, die akute myeloische Leukämie oder andere solide Tumoren. Und die US-amerikanische Gruppe hat eben das assoziieren können. Es gibt in der Medizin immer gerne so Akronyme mit dem sogenannten Phenos-Phänotyp. Das steht für Pigmentierungsstörung, kleiner Kopf, kleine Augen, Neurologie und Ohrauffälligkeiten und Kleinwuchs. Also eigentlich so der typische, sag ich mal, Fanconi-Phänotyp. Und dass, wenn dieser Phänotyp da ist, dass dann das Eintreten eines Knochenmarkversagens deutlich wahrscheinlicher ist. Und wenn es gerade Defekte im Fanconi I oder D gibt, also der Aktivierungskomplex D1, dann tritt auch das Knochenmarkversagen häufiger aus. Weitere Risikofaktoren sind noch männliches Geschlecht. Das ist nur leicht erhöht. Wie gesagt, Phenos ist deutlich. Und Fanconi C, G, I und J tritt das auch häufiger ein als bei den typischen Mutationen. Beim Fanconi A gibt es natürlich auch etwas Unterschiede. Und das sozusagen etwas anders gezeigt, das sind dann solche Kurven jetzt fürs Überleben. Und was Sie auf der linken Kurve sehen, ist eben die Fanconi-A-Mutation alle zusammengenommen. Und die rechts verschobene Kurve heißt, dass das Überleben am günstigsten ist, dass das nicht völlig normal ist, aber doch eine gute Chance hat, ein höheres Lebensalter zu erreichen, während zum Beispiel das FANC-D2 ein üblicherweise ein sehr schwerer Phänotyp ist und eben die Lebenserwartung deutlich schlechter ist. Und wenn man das nochmal zusammenfasst, dann ist das hier der sogenannte zytosolische Komplex, also dazu gehört FANC-A, FANC-C auch, dazu mit deutlich besserem Überleben als dieser ID-Komplex und dann alles, was dann weiter noch praktisch an echten DNA-Reparaturenzymen ist die Prognose noch viel schlechter. Und das hat letztlich auch damit zu tun, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Knochenmarkversagens und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Leukämie- oder Malignomentwicklung. Also man kann sozusagen schon von vornherein vom Genotyp, von der Art der Komplementationsgruppe, die betroffen ist, doch etwas dazu sagen, wie wahrscheinlich ist auch das Eintreten eines Knochenmarkversagens.
Und das sind ganz alte Ergebnisse der Berliner Arbeitsgruppe von Frau Professor Neitzel, die dann auch mit Unterstützung der Fanconi-Hilfe dann diese sogenannte CGH-Technik perfektioniert hat, dass sie sehr sorgfältig geguckt hat, auf welchen Chromosomen gibt es Zugewinne oder auch Verluste. Und erstmalig war eigentlich die Beschreibung von Veränderungen am langen Arm des Chromosoms 3. Wir wissen heute, dass da in der Region ganz entscheidende Onkogene sitzen und dass besonders der Zugewinn an Chromosom 3 oder die Entwicklung einer Monosomie 7 ganz erheblich mit einem, Entschuldigung, ganz erheblich mit einem Entwicklung eines Myelo, sogenannten myelodysplastischen Syndroms oder einer Leukämie einherging. Also wir haben Ende der 90er Jahre zum ersten Mal einen Hinweis dafür gehabt, wann ist eigentlich Zeit im Verzug, wann muss man handeln und wann wird es gefährlich. Und das ist vielleicht etwas kompliziert, das fasst nochmal die aktuelle den aktuellen Hannover-Vorschlag, natürlich basierend auf den deutschen Fanconi-Daten zusammen. Das geht ein bisschen hier auch um nochmal Einteilung Aplasie, MDS, myelodysplastisches Syndrom und dann AML. Wenn ich mehr als 20% Blasten im Knochenmark habe, spreche ich von der akuten myeloischen Leukämie. Darunter bei Blasten ist es noch MDS. Und links unten ist das dann, Frau Verleuer hat die verschiedenen Grade sozusagen an Knochenmarkversagen gezeigt. Eigentlich ist hier auch ein bisschen gemeint, dass das dann transfusionsbedürftig wird oder genetische Veränderungen, wie zum Beispiel Veränderungen am Chromosom 1 oder 6. Oder am kurzen Arm von Chromosom 7, die Veränderungen, die eigentlich einen etwas undefinierten prognostischen Charakter haben, AIP abgekürzt. Also BMF und AIP als eine Gruppe zusammengefasst, etwas, wo man das Knochenmarkversagen hat, wo man in der Regel dann auch, so ist das hier auch gemeint, oft schon transfundieren muss. Und wo man dann eigentlich spätestens dann über eine Transplantation nachdenken und planen sollte. Wenn man dann wirklich in ein MDS geht, das ist schwer bei der Fanconi-Anämie morphologisch zu beurteilen, aber ist dann charakterisiert eigentlich gerade durch den Zugewinn an im Chromosom 3 und der lange Arm vom 7er Verlust vom langen Arm, an Material im langen Arm vom Chromosom 7 oder eine komplette Monosomie 7, dass es dann wirklich sehr dringlich ist und dass man eigentlich heute schon weiß, aufgrund auch der Transplantationsergebnisse, dass wenn dann erstmal Blasten vorliegen und der Weg klar in die Leukämie geplant ist, dass das dann eigentlich schon zu spät ist, beziehungsweise dann auch dass die wirklich in Wochen eine Progression stattfinden kann. Was aufgrund der aktuellen Daten aus Hannover eigentlich auch schon klar ist, dass die Technik, wie sie Frau Neitzel in Berlin angewandt hat, dass das extrem zeitaufwendig war, aber sehr, sehr sensitiv und sorgfältig und wie gut das sozusagen gefunden wird, diese Veränderung, hängt natürlich auch sehr mit den Techniken zusammen und im Moment muss man sagen, dass das, was zurzeit in den Laboren eingesetzt wird, leider nicht ganz an das heranreicht, was Frau Neitzel schon mal vor 20 Jahren etabliert hatte. Das ist immer auch die Frage, wie viel Personal steht zur Verfügung, um so etwas durchzuführen. Und das zeigt auch nur noch mal zusammengefasst die Überlebenserwartung abhängig von Ereignissen, auch wieder von der nordamerikanischen Arbeitsgruppe. Und hier ist es eben so, dass eben keine Transplantation oder Krebsentwicklung eigentlich günstig ist. Auch die Transplantation in Braun ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn die Patienten mal eine Leukämie entwickelt haben,
dann ist die Lebenserwartung letztlich am schlechtesten. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ja die Möglichkeiten, wie wir es sonst haben, dass wir quasi eine Überempfindlichkeit von Leukämiezellen für die Behandlung nutzen, dass das bei der Fanconi-Anämie so nicht gegeben ist, weil die Patienten insgesamt im ganzen Körper extrem empfindlich gegenüber unseren gebräuchlichsten und wirksamsten Zytostatika sind. Und darin liegt das Problem. Ich habe eigentlich nichts Spezielles Gutes in der Hand bei der Chemotherapie, um die Leukämie, ich will nicht sagen gezielt, aber bevorzugt, die Leukämiezellen bevorzugt abzutöten. Und ich habe eben massive Nebenwirkungen durch solche Therapien. Das soll eigentlich nochmal zeigen, dass wir mit der Transplantation letztlich die Stammzelle, die blutbildende Stammzelle übertragen. In erster Näherung erstmal ganz egal, ob wir dazu Knochenmark, periphere Blutstammzellen oder Nabelschnurblut verwenden. Gibt zwar Unterschiede, aber die spielen keine so große Rolle. Ich ersetze damit die gesamte Blutbildung, auch das Immunsystem, aber letztlich nur das. Das heißt, ich kann eben, wenn ich ein Knochenmarkversagen habe, die Transplantation gut läuft, dann ist die Transfusionsabhängigkeit nicht mehr gegeben. Ich muss nicht mehr transfundieren. Gut, das normale Blutbild ist eine schöne Sache, freuen sich alle drüber, bedeutet per se noch nichts. Aber ich vermeide auch eine Leukämieentwicklung, insbesondere die AML. Inwieweit, das ist so ein theoretischer Gedanke, man durch ein etwas besser funktionierendes Immunsystem einen Vorteil bringt, hat sich bisher heute noch nie wirklich zeigen können. Wie gesagt, das ist ein theoretischer Gedanke. Aber die Krebsdisposition in allen übrigen Organen bleibt leider, weil ich natürlich nichts daran ändere. Und insofern muss ich die Transplantation für diese Erkrankung, für die Fanconi-Anämie, ist es ein Stück weit, hat das palliativen Charakter in dem Sinne, dass ich nicht grundlegend bei der Leukämie ersetze ich praktisch die Blutbildung und kann das richtig heilen. Aber bei der Fanconi-Anämie kann ich das leider eben nur zum Teil, eben nicht für die anderen Körpergewebe. Und das kommt auch so ein bisschen zum Ausdruck. Ich zeige aus der Studie nachher auch nochmal Daten, aber dass ich eben nicht ein normales Plateau häufig habe nach Stammzelltransplantation im Überleben, sondern dass es auch später noch Ereignisse gibt. Auch das ist hier Überleben. Und Sie sehen eben, dass es eben auch noch 10 Jahre, 15 Jahre danach immer weiter Todesfälle gibt, die zum Beispiel auch mit Sekundärtumoren zu tun haben. Also nochmal, Frau Verleuer hat das schon gesagt, die Diagnose Fanconi-Anämie ist grundsätzlich, insbesondere wenn überhaupt kein Transfusionsbedarf steht, keine Transplantationsindikation. Wenn ein Knochenmarkversagen droht, ist das Danazol eigentlich so der Standardversuch. Und auch das klang schon an, auch bei Mädchen oder Frauen ist die Akzeptanz inzwischen deutlich besser als beim Oxymetholon. Das aus unserer Sicht, wir sind da auch sehr viel zurückhaltender geworden, sollte das eigentlich vor einer Stammzelltransplantation immer mal auch auf jeden Fall versucht werden. Wenn es dann aber zu einem transfusionspflichtigen Knochenmarkgekommen ist, insbesondere wenn dann kein Ansprechen auf das Danazol da ist, dann besteht grundsätzlich eine Indikation. Das hängt natürlich auch nochmal von der Verfügbarkeit eines Spenders ab. Also gerade eben dieses Stadium Bone Marrow Failure oder unklare klonale Marker mit unklarer Bedeutung. Hochrisikomarker wie Zugewinne in 3 und Chromosom 3 und 7 stellen eine dringliche Indikation dar. Und die Entwicklung einer AML sollte immer vermieden werden. Und was man natürlich immer auch nochmal ganz ausführlich und ehrlich besprechen muss mit der Familie, ist, dass eben das Krebsrisiko im Mund-Halsbereich oder im Genitalbereich oder auch in den übrigen Geweben weiter bestehen bleibt. Damit möchte ich so ein bisschen auf die Entwicklung
der Transplantationen, Transplantationsprotokolle kommen. Rein historisch war es so, dass eben aufgrund der spezifischen Empfindlichkeit gegenüber sogenannten Alkylantien, zum Beispiel Cyclophosphamid, die Transplantationsergebnisse besonders schlecht waren. Man hat dann eine, insbesondere Frau Gluckmann in Paris, eine leichte Verbesserung dadurch erzielen können, dass man die Therapieintensität reduzierte und gerade noch bis in die 2000er waren grundsätzliche Probleme bei der Transplantation Fanconi spezifisch, dass die Patienten oftmals sehr lange Phasen mit schlechten mit schlechten Leukozyten hatten, niedrigen Granulozyten hatten, die deutlich das Risiko von Infektionen, insbesondere Pilzinfektionen, erhöht hatten und wir zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht besonders viele Möglichkeiten hatten, effektiv und mit verhältnismäßig wenig Nebenwirkung Pilzinfektionen zu behandeln. Und Fanconi unspezifisch war die Tatsache, dass wir, wenn wir keinen passenden Geschwisterspender hatten und unverwandt transplantierten, dass wir nur sehr unzureichend die unverwandten Spender typisieren konnten. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, so bis in die Ende der 90er Jahre waren mindestens 50% der Spender, die wir für passend gehalten haben, leider eben nicht wirklich gut passend. Und ein Durchbruch brachte dann die Einführung des Flutarabins in die Transplantation. Und gerade eine israelische Gruppe hat dann früh angefangen, Flutarabin mit Cyclophosphamid zu kombinieren, auch in reduzierter Dosis, keine Bestrahlung anzuwenden. Und das war eigentlich eine kleine Sensation. Und das zeigt nochmal eine gar nicht so alte Abbildung links. Das ist auch so eine Überlebenskurve mit Gruppe 1, Gruppe 2. Und Gruppe 1 sind die älteren Daten, die kein Flutarabin benutzen, wo sie nur so ein Überleben langfristig von so 40% haben und deutlich besser so um 80%, also praktisch doppelt so hoch in der Gruppe, die Flutarabin-basierte Konditionierung bekam. Und wir haben das dann aufgegriffen in Berlin. Dr. Ebel war das seinerzeit. Und was ihn jetzt dazu veranlasst hatte, ob er das einfach ein bisschen anders machen wollte oder weil ein Grund war sicherlich auch, dass wir gesagt haben, wir haben häufig tatsächlich ein MDS vorliegen. Da hilft Busulfan grundsätzlich. Und dass wir nicht Cyclophosphamid erstmal nehmen, sondern Busulfan und das eben auch in einer deutlich reduzierten Dosis. Und das war so ein bisschen die Grundlage des sogenannten GEFA-Protokolls. Also wir haben initial dann nur ein 1/16 der Regeldosis Busulfan genommen und hatten in der Regel sehr hohe Abstoßungsraten, beziehungsweise mussten auch lange warten, gemischten Chimerismus, bis sich dann der Spenderanteil wirklich durchsetzte. Das wurde leicht besser dadurch, dass wir die Dosis verdoppelten, womit wir immer noch ungefähr nur ein Achtel der normalen Dosis hatten. Wir haben dann auf Vorschlag der Wiener Kollegen dann das ATG durch Alemtuzumab ersetzt, ein monoklonalen Antikörper, der in England entwickelt wurde und der eine sehr gute Wirksamkeit hat, eine sehr gut Graft versus Host-Reaktionen verhindert, also diese Immunreaktion zwischen Spender und Patienten. Und wir haben dann auch gelernt, dass man, wenn man niedrig Cyclosporin später nach der Transplantation verwendet, dass man geringe Nierenprobleme hat. Und wir haben bewusst dann auch auf das sogenannte MMF verzichtet und hatten damit eigentlich akzeptable Virusprobleme. Also nicht zu viele Virusprobleme konnten mit Virusproblemen umgehen. Und dann kam aber nochmal dazu, nachdem wir immer noch gewisse Abstoßungsprobleme hatten, dass das war die Cincinnati-Gruppe, die eigentlich doch sehr erfolgreich nur mit Flutarabin und Cyclophosphamid Geschwister transplantierte
Und wir haben dann so ein bisschen schweren Herzens am Anfang Zyklophosphamid dazugenommen. Das hat auch nochmal die Toxizität erhöht. Aber auf einmal waren eigentlich im Großen und Ganzen das Angehen des Knochenmarkes, der Stammzellen nicht mehr das Problem. Das hat auch immer klinisch ganz gut korreliert. Wenn wir mehr oder weniger einen vollständigen Haarausfall hatten, wussten wir auch, da geht das Knochenmark an. Und wir haben gerade bei Fanconi-Anämien immer sorgfältig drauf geguckt, dass doch gar die Kinder wirklich ihre Haare verlieren und waren immer sehr in Sorge, wenn die Haare nicht so recht ausfallen wollten. Und das ist dann sozusagen dann im Konsensusprotokoll als sogenanntes GFA3-Protokoll so die Standardempfehlung für den deutschsprachigen Raum mit Fludarabin, Busulfan, Cyclophosphamid, Alemtuzumab, wobei Busulfan inzwischen nach diesem Konsensusprotokoll nur empfohlen wird, wenn schon zusätzlich klonale Marker und ein MDS vorliegt. Wobei man sagen muss, also der Zusatz von Busulfan bedeutet relativ wenig, nach unserer Erfahrung relativ wenig zusätzliche Toxizität. Und es ist dann als allgemeine Empfehlung für unverwandte Spenden das Mycophenolat MMF dazugekommen. Aber das ist ein kleiner Tippfehler, UD muss das heißen. Bei unverwandten Spendern. Aber man muss sehr aufpassen, wenn man hochdosiert das Alemtuzumab einsetzt und noch Mycophenolat dazu gibt, dann erhöht sich doch massiv das Virusrisiko, sodass ich eigentlich da das MMF immer sehr ungern einsetze. Insgesamt muss man sagen, das Protokoll in dieser Form hat eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit. Wir haben fast keine Graft-versus-Host-Reaktion, Erkrankung mehr darunter. Das war auch ganz wichtig, weil gerade bei der Erkrankung, die diese Immunreaktion extrem schlecht vertragen wird. Und wir waren sogar in der Lage, Knochenmark von bis zu 8 von 10 Mismatch-Spendern mit relativ gutem Angehen und Verträglichkeit zu transplantieren. Die Nachteile sind, dass so viel Wert darauf gelegt wird, GVH-Reaktion zu vermeiden, dass wenn es schon eine Entwicklung in Richtung MDS oder Leukämie gibt, dass das dann relativ schlecht wirksam ist und dass man, ich habe das eben schon angedeutet, durch die sehr immunsuppressive Vorbehandlung eben auch ein relativ hohes Risiko hat, dass es zu Virusreaktivierung, Zytomegalie-Virus, Adenovirus kommt und das auch zu lebensbedrohlichen Problemen führen kann im Einzelfall. Das soll nochmal die etwas älteren Ergebnisse. Ich hatte die Grafik links oben eben schon gezeigt und das soll eigentlich nur nochmal zusammenfassen, die Erfahrung, die man so vor 10 Jahren hatte, dass wir natürlich rechts oben durchaus eine gewisse Verbesserung des Überlebens in der Zeit nach 2000 erreicht haben. Das geht natürlich vor allen Dingen darauf auch zurück, dass die unverwandten Transplantationen besser wurden, weil wir einfach die unverwandten Spender besser charakterisieren konnten. Es ändert aber nichts daran, dass das historisch gesehen einen merklichen Unterschied in C zwischen identen Geschwisterspendern und eben unverwandten, passenden unverwandten Spender gibt. Und dieser Unterschied ist zwar geringer geworden über die Zeit links vor 2000, rechts dann danach, aber nach wie vor besteht dieser Unterschied. Damit, wie gesagt, nicht ganz die aktuellen Ergebnisse, aber die aktuellen Studien, was so in den letzten 2, 3 Jahren publiziert wurde. Und das fasst nochmal die Erfahrung der Briten zusammen mit immerhin auch so knapp 100 Patienten, Transplantation ab 1999. Also so ganz aktuell ist das nicht. Und das zeigt im Überleben den großen Unterschied, ob bei den Patienten in Schwarz durchgezogen nur ein Knochenmark Versagen vorlag oder auch schon eine Leukämie.
und sie sehen ein deutlich besseres Überleben für die, die im Stadium des Knochenmarkversagens transplantiert wurden. Und komischerweise ging das auch einher mit der Frage, ob die dann ohne GVH überlebt haben. Also auch da ein deutlicher Unterschied. Welche Rolle spielt der Spender? Da ist es so, dass hier historisch gesehen noch Mismatch-Spender mit, jetzt muss ich erstmal selber gucken, ein bisschen, also hier die klassische Verwandtentransplantation mit Geschwister ist die durchgezogene Linie. Das zeigt eigentlich ein gutes Überleben. Und hiernach sind auch passende unverwandte Spender sind gut. Das sind die beiden guten Gruppen. Und wenn es dann aber zu Mismatch-Transplantationen gibt, wenn die eben nicht gut passen, dann sind die ist das Überleben doch erkennbar schlechter. In der Abbildung da unten zeigt sich durchgezogene Linie, ganz oben ist Knochenmark, dass das doch besser zu sein scheint als andere Stammzellquellen. Und von der Konditionierung bestätigt das hier auch die israelische Erfahrung, dass Flutarabin-basierte Konditionierung, Abbildung oben, deutlich besser sind als andere. Und unten auch nochmal der Einsatz vom Alemtuzumab, was ja so die Standard-Serotherapie auch in Deutschland geworden ist für die Fanconi-Anämie, erkennbar besser als andere Arten oder wenn man das nicht eingesetzt hat. Das sind aktuelle chinesische Erfahrungen, die kommen sogar auf ein Überleben von 100%, ganz egal, welche Art von Transplantation, wenn sie Flutarabin und Cyclophosphamid, also keine Bestrahlung einsetzen, Bestrahlung und auch Busulfan dazugenommen, deutlich schlechter. Nun muss man aber dazu sagen, die haben eine Dosis teilweise von über 6 Milligramm pro Kilo, also ungefähr das Vierfache von dem, was wir in Deutschland nehmen, eingesetzt. Und haben sie niedrigere Dosen eingesetzt, sagen sie, gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr zu dem Flutarabin-Cyclophosphamid alleine. Also auch in gewisser Weise eine Bestätigung der guten Ergebnisse in Deutschland, wenn man dann meistens Busulfan oder häufig Busulfan dazu nimmt. Dies ist hier eine relativ aktuelle amerikanische Arbeit. Sie sehen, da sind neben passenden und verwandten Spendern eben auch zur Hälfte Mismatch-Spender dabei gewesen. Und hier kommt der deutliche Einfluss des Alters, also ein über 90-prozentiges Überleben bei Kindern unter 10 Jahren. Insofern ist das immer so die Sache. Es klang vorhin an, dass man möglichst in Bezug auf das Vermeidung oder mit Blick auf Knochenmarkversagen ist das schon richtig, dass man eigentlich versucht, eigentlich über die Pubertät zu kommen. Und danach wird das sehr selten. Aber dass insgesamt, wenn man dann jenseits des 10. Lebensjahres oder der Pubertät transplantieren muss, meistens das Risiko größer wird. Das zeigt sich auch nochmal an einer Arbeit aus dem Mittleren Osten, wo insgesamt bei Patienten, die so im Mittel oder zwischen 15 und 23 waren, das Überleben deutlich schlechter ist. Und hier ist auch nochmal interessant, Flutarabin-basierte Protokolle waren so grenzwertig statistisch signifikant und im Sinne von Verbesserung des Überlebens, und Knochenmark war als Stammzellquelle deutlich besser als andere Stammzellquellen. Weil ja immer mal wieder von Nabelschnurbluttransplantationen gesprochen wird. Nabelschnurblut galt mal so vor 20, 30 Jahren als der Hoffnungsträger, so das universelle Stammzellpräparat, und hat sich aber in Deutschland nie so ganz durchgesetzt. Ich habe das selber nicht glauben können, die aktuellen Zahlen, dass gerade mal 0,6% aller Kindertransplantationen in Deutschland mit Nabelschnurblut durchgeführt werden.
Und hier sind letztlich für die Fanconi-Anämie auch mit die Gründe. Sie brauchen letztlich auch ein sehr gut passendes Nabelschnurblutpräparat und sind dann trotzdem eben nur bei 70% Überleben. Wenn es da mehr Unterschiede gibt und eben nicht das eindeutig ist, geht das also bis auf 25% runter. Also das ist eigentlich im Vergleich zu den anderen Transplantationsergebnissen nicht akzeptabel. Also Nabelschnurblut ist, wenn ich keinen passenden Spender zur Verfügung habe, keine Alternative. Das ist mittlerweile jetzt auch schon 20 Jahre alt, aber eigentlich eine extrem clevere Idee, die in Baltimore entwickelt worden ist, ist Cyclophosphamid einzusetzen im Rahmen der Transplantation. Cyclophosphamid gilt in erster Linie als Immunsuppressivum und aktivierte T-Zellen, die also auch Abstoßung machen können oder GVH machen können, reagieren sehr empfindlich auf Cyclophosphamid. Und die Arbeitsgruppe hat das nicht vor der Transplantation gegeben, als so Art Konditionierung und das Immunsystem kaputt zu machen, sondern Tag 3 und 4 nach der Transplantation. Und was sie damit erreicht haben, ist sowohl aktivierte T-Zellen des Spenders, die eben im Begriff sind, GVH zu induzieren, als auch aktivierte T-Zellen des Patienten, die das Transplantat abstoßen wollen, abzutöten und damit eben praktisch ein gutes Angehen und komplikationsfreies Angehen des Transplantates zu ermöglichen, auch wenn da eben nicht alles passt. Die unten hier, die nicht alloreaktiven T-Zellen, die werden praktisch in Ruhe lassen und können weiter bestehen bleiben. Und mit dieser Technik haben die Brasilianer erstmals so Anfang 2010, Sie sehen hier so ein Überleben von 70%. Das ist jetzt auch noch nicht der Kracher, aber das ist doch schon sehr beeindruckend. Bei einer Haplotransplantation, wo wir lange eigentlich der Meinung waren, dass das für die Fanconi-Anämie überhaupt nicht gut geht, doch ein einigermaßen akzeptables Überleben erreicht. Allerdings muss man schon fairerweise sagen, zu dem Preis, dass dort auch teilweise erhebliche GVH-Reaktionen dabei waren. Und was man auch noch sagen muss, Sie erinnern vielleicht vom Anfang, Cyclophosphamid gehört zu den Medikamenten, die eigentlich bei der Fanconi-Anämie nicht gut vertragen werden. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Toxizität. Und man muss auch die Dosis des Cyclophosphamids, die man in der Fanconi-Anämie gibt, reduzieren. Das ist dann zwar passend für die Fanconi-Zellen, aber für die T-Zellen des Spenders eigentlich ist es etwas niedrig. Deshalb bin ich von diesem Konzept bei der Fanconi-Anämie persönlich nicht so ganz überzeugt. Auch wenn die europäischen Daten jetzt hier in der Mitte gezeigt, durchaus, das sind hier nicht passende unverwärmte Spender in Rot mit einem nicht so guten Überleben und dann nochmal Haplotransplantation mit in Grün der außerhalb des Körpers erreichten T-Zell-Reduktion auch nicht so toll und aber in vivo heißt, man gibt, dass die T-Zellen sind im Körper und man gibt dieses Cyclophosphamid dazu, also die gleiche Technik wie aus Brasilien. Und hier in dieser rückblickenden europäischen Auswertung scheint es auch so zu sein, dass das mit dem Postcyclophosphamid sehr gut geht. Wie gesagt, auch Fanconi-Daten, relativ viele Patienten. Ich war nicht so ganz so von überzeugt und es gibt eben italienische Daten, die hatten bei nicht so sehr vielen Patienten 24, aber ziemlich aktuelle Transplantationsdaten. Und die haben jetzt sehr aufwendig T-Zellen quasi im Reagenzglas, die Spenderzellen, bevor der Rückgabe, vor der Transplantation bearbeitet, dort T-Zellen, nur bestimmte T-Zellen entfernt und erreichen damit eigentlich ein in dieser kleinen Gruppe ein 100-prozentiges Überleben. In 3 Fällen gab es eine Transplantatabstoßung. 2 oder alle 3 Patienten konnten gerettet werden. 2 haben, glaube ich, eine Retransplantation bekommen. Allerdings muss man sagen, ein bisschen zum Preis in diesem Protokoll, dass die Italiener auch eine, wenn auch niedrig dosierte
Ganzkörperbestrahlung durchgeführt haben. Das war so für uns in Leipzig die vor einem Jahr die Situation. Und wir haben das inzwischen auch das Geschwisterkind gerade vor einer Woche transplantiert, aber da ist es noch viel zu früh. Insofern gilt das erstmal nur für einen Patient. Wir haben einfach das GEFA-Protokoll genommen, haben das Campat, das Alemtuzumab weggelassen und sehr früh ATG dafür gegeben, um das Immunsystem nur des Patienten eigentlich zu schwächen, und haben die gleiche Art der Transplantataufbereitung genommen, bestimmte T-Zellen entfernt, haben trotzdem noch eine relativ intensive GVH-Prophylaxe durchgeführt und waren selber überrascht, wie wenig toxisch das Ganze war, wie rasch das Transplantat angenommen wurde und dass es eigentlich überhaupt keine akuten Probleme gab. Der Junge hat dann nach 3 Monaten sehr begrenzt an der Haut eine GVHD entwickelt. Die hat aber sofort auf Steroide angesprochen. Wir haben das dann so nach 6 Monaten das erste Mal versucht zu wenden. Dann kam es dann im Sommer mit auch wahrscheinlich etwas Sonneneinstrahlung nochmal wieder, hat wieder sehr gut auf lokale Maßnahmen und niedrig dosierte Cortison reagiert. Und wir sind jetzt gerade dabei, so nach einem Jahr das nochmal endgültig abzusetzen, scheint auch zu klappen. Entscheidend ist eigentlich, dass der Junge eben durchaus mit der Monosomie 7 ein Hochrisiko darstellte, und wie unkompliziert und gut er eigentlich durch die Transplantation gegangen ist, ist schon sehr bemerkenswert. Man kann auch dazu sagen, das ist eine Familie, wo die Eltern verwandt sind miteinander und wo Fanconi-Anämie in der Familie schon bekannt ist, und auch eine Cousine oder Tante des Jungen schon vor Jahren eine Transplantation hatte, die im Prinzip auch erfolgreich verlief, die dann aber leider an einem Malignom in der Folgezeit verstorben war. Und die Eltern kamen eigentlich zu uns in der Hoffnung, dass wir einen passenden Spender finden, und mit dem Vorurteil in Anführungsstrichen, dass eine Haplotransplantation oder eine Mismatch-Transplantation nicht funktionieren kann. Und es war eben, ich selber war erst sehr zurückhaltend, und es war eben gar nicht so einfach, die Eltern davon zu überzeugen, das doch zu versuchen. Und wie gesagt, als wir dann die Monosomie 7 hatten, war das dann zumindest, dass wir sagen mussten, das ist alternativlos, wir müssen das jetzt machen. Und es ist eben Gott sei Dank gut gegangen. Aber wir können eben auch noch nicht sagen, das ist eigentlich jetzt noch zu früh zu sagen, das ist jetzt die bevorzugte Art, das zu tun. Da muss man erstmal doch noch mehr Patienten haben, dass es wirklich funktioniert. Das soll eigentlich nur noch mal zeigen, Sie erinnern vielleicht, dass das Überleben hier insgesamt doch deutlich schlechter ist. Das ist eben, wenn Sie schon eine Transformation in Richtung MDS oder Leukämie haben. Und Sie können, Brasilianer und Franzosen haben dann auch eine milde Chemotherapie vorweg durchgeführt. Immerhin beeindruckend war, dass 15 von 18 Patienten, die alle eine Leukämie oder ein MDS hatten, dann in Remission gegangen sind. Das ist etwas, was man mit dem GEFA-Protokoll so sicher nicht schaffen würde. Allerdings war das Überleben nach 3 Jahren auch nur bei 50%. Also es bleibt, in diesem Stadium will man eigentlich die Patienten nicht transplantieren müssen. Und das sind nochmal Langzeitdaten aus Japan, zeigt eigentlich auch nochmal so die Unterschiede. Hier möchte ich aber darauf eingehen, dass immerhin 11% der transplantierten Fanconi-Patienten, die erstmal das erste Jahr überlebt haben, dann Folgekarzinome entwickelt haben, und insbesondere im Kopf-Hals-Bereich. Und der größte Risikofaktor war eben die Anwendung einer Bestrahlung. Das heißt, neben dem höheren Alter, das heißt, wichtig ist eigentlich doch, dass man irgendwie versucht, bei der Transplantation auch die Bestrahlung zu vermeiden. Auch eine andere Studie mit über 6.000 Patienten, Registerstudie mit nicht malignen Erkrankungen, stellt fest, dass es so in insgesamt etwa 1% insgesamt maligne Erkrankungen dann in der weiteren Folge gibt, und als Grunderkrankung die höchste Rate hat die Fanconi-Anämie. Also das ist schon etwas, worauf man achten muss.
ob die Patienten nach trotz erfolgreicher Transplantation dann nicht doch eine bösartige Erkrankung entwickeln. Das geistert ja schon lange rum und ich weiß auch, kenne auch die Statistiken, dass sozusagen transplantierte Patienten eine schlechtere Lebenserwartung und eine höhere Rate von Karzinomentwicklung zeigen. Ich bin aber inzwischen davon überzeugt, dass das Äpfel mit Birnen vergleichen ist, weil ich denke, die Patienten, die wir transplantieren, sind einfach auch die kränkeren Patienten mit der problematischen Genetik, zumindest von der Tendenz her. Und es ist nicht, weil wir sie transplantiert haben, aber weil das eben die kränkeren Patienten sind und die Transplantation kann dann eben Krebsentwicklung in anderen Organen leider eben auch nicht verhindern. Nur noch mal kurz von auch neueren Publikationen. Dieses Busulfan, was wir anwenden, hat die ähnliche Pharmakokinetik, also wird ähnlich verstoffwechselt wie bei Nicht-Fanconi-Patienten. Ein gemischter Chimerismus spielt eigentlich keine entscheidende Rolle. Solange überwiegend Spender da ist und das Knochenmark funktioniert, ist es okay. Und das ist natürlich auch klar, bei einem hohen Anteil an Patienten, die schon vorher eine Nierenschädigung haben, in der Regel durch gehäufte Harnwegsinfekte, zum Beispiel bei Fehlbildung der ableitenden Harnwege. Und wenn man denen noch im Rahmen der Transplantation zum Beispiel das Cyclosporin lange Zeit und auch hochdosiert gibt, dass das Raten von chronischen Nierenschäden bei transplantierten Fanconi-Anämie-Patienten recht hoch sind und auch der arterielle Hochdruck nach Transplantation überdurchschnittlich hoch ist. Und damit bin ich eigentlich schon fast fertig und wollte noch mal so ein, zwei Worte zur Gentherapie verlieren. Oben zeigt das so ein bisschen für das Beispiel der Stammzellapherese. Also wir in der Regel transplantieren via Knochenmark, aber Sie können natürlich auch über so eine Apherese Stammzellen gewinnen und die geben Sie dann wieder zurück. Müssen natürlich zwischendurch eine Konditionierung durchführen und dann haben Sie hoffentlich ein volles Knochenmark. Und bei der Gentherapie, zumindest die lentivirale Gentherapie, wie sie eigentlich momentan auch überwiegend oder nach meinem Wissen ausschließlich für die Fanconi-Anämie eingesetzt wird, sammeln Sie eben die Stammzellen, bringen Sie sozusagen mit dieser Genfähre zusammen, die das gesunde dann in der Regel immer Fang-A-Komplementationsgruppe enthält. Dann haben Sie das Genprodukt, das müssen Sie erstmal einfrieren. Wenn das sozusagen alle Qualitätskontrollen durchlaufen hat, können Sie den Patienten konditionieren. Und das ist dann eben eine autologe, mit körpereigenen Stammzellen durchgeführte Transplantation, die den großen Vorteil hat von der Theorie her, dass Sie alle diese Alloprobleme, was ich genannt habe, Immunreaktion, Abstoßungsrisiko, die alle umgehen können. Eigentlich von der Theorie her etwas sehr, sehr Elegantes. Ich habe jetzt nicht den genauen Überblick. Es gibt so eine Analyse, dass drei Studien ausgewertet wurden, also nach den sozusagen etwas moderneren Kategorien mit Lentiviralen, mit neuen Patienten. Alle die Daten dazu sind alle sehr spärlich. Alle die Autoren geben für alle neuen Patienten eine Stabilisierung des Blutbildes nach einem Jahr an. Das ist auch noch nicht die Welt, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Wenn man das so vergleicht mit anderen Gentherapiestudien, bei anderen Erkrankungen, da muss man sagen, ist die Dosis der Stammzellen, die dort gewonnen worden und transplantiert worden und die genkorrigiert wurde, vergleichsweise niedrig oder vergleichsweise schlecht. Also das ist eben das Problem der Fanconi-Anämie, dass ich eben schon sehr früh eigentlich schlechtere Knochenmarksqualität, Stammzellqualität gewinne als bei anderen Erkrankungen. Und das hatte Frau Verleuer auch schon angesprochen. Das erfordert natürlich, dass ich dann möglichst früh, also eigentlich idealerweise im zweiten, dritten Lebensjahr in aller Regel schon Stammzellen entnehme und die korrigiere und dann gegebenenfalls vielleicht so lange einfriere. Und damit ergibt sich natürlich auch für die Fanconi-Anämie eigentlich das Problem,
dass ich sicher alle Patienten möglichst in den ersten Lebensjahren oder vielleicht auch bei Geburt schon identifizieren müsste, um sowas anbieten zu können und nicht erst warte, dass ich sie diagnostiziere und entdecke, wenn sie dann vielleicht mit 8 oder 10 Jahren mit ihren Blutbildauffälligkeiten kommen. Also das ist durchaus auch nochmal eine Problematik, die da die Gentherapie aufwirft, wenn sie sich dann überhaupt durchsetzt. Wie gesagt, ich stimme da völlig mit Frau Verleuer überein, dass das eine momentan noch sehr experimentelle Therapie ist und man gucken muss, ob sie sich auch durchsetzen wird. Damit, zusammenfassend nochmal, also wie gesagt, hat man einen passenden Spender und hat man einen Zustand des Knochenmarkversagens ohne klonale Marker, ohne kritische klonale Marker, sind die Behandlungsergebnisse mit der Stammzelltransplantation mittlerweile sehr gut. Und man kann eben auch gerade sehr gut ohne Bestrahlung konditionieren. Fortgeschrittene Fanconi-Stadien mit Transformation in die Leukämie hinein sollten unbedingt vermieden werden. Auch wenn kein passender Spender zur Verfügung steht, sind die Möglichkeiten mit der Haplotransplantation oder mit Mismatch-Transplantation eigentlich sehr gut, auch recht gut. Auch hier scheint es so zu sein, dass man auf die Bestrahlung offensichtlich verzichten kann. Wichtig ist, dass man Graft-versus-Host-Erkrankung unbedingt vermeiden sollte, unnötige Toxizitäten und dass Folgemalignome darauf auf jeden Fall in der Nachsorge zu achten ist. Und die Gentherapie, wie ich schon sagte, ist noch in der Entwicklung und dafür ist eigentlich eine Frühdiagnose unbedingt erforderlich. Damit komme ich nun wirklich zum Schluss. Vielen Dank und Frage ist, ob wir gleich die Fragen diskutieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wow. Herr Dr. König, mir bleibt im Moment gerade nur ein Wow, weil Sie haben jetzt eine Spreizung geschafft zwischen einem wahnsinnigen Zeitspanne. Was mich total beeindruckt, ist einfach auch Ihr Rückblick wie sich das entwickelt hat, diese ganze Geschichte. Und ich stelle mir vor, wie heroisch Sie und Dr. Ebel und auch die Teams, egal in Frankreich, in Israel und so weiter, zu der Zeit noch sein mussten, wie mutig man da auch die Patienten rantreten musste, um sich was zu trauen, um das einfach dann voranzutreiben und dahin zu kommen, wo wir jetzt heute sind, mit den doch recht guten Zahlen inzwischen. Und mein ganz persönlicher Dank an Sie, weil wir sind auch eine der Eltern, die davon profitiert haben, von Ihrer Energie, von Ihrem Dranbleiben, von Ihrem Weiterversuchen und Optimieren. Weil als unser Sohn damals diagnostiziert wurde, das war im Jahr 2000, da waren die Zahlen noch ganz, ganz schlecht. Und als 2007 dann transplantiert werden musste, da waren wir schon in der neuen Welt, die heute so selbstverständlich erscheint. Und wir alle wissen, das war es lange nicht. Also ganz herzlichen Dank dafür. Das freut mich sehr zu hören. Man steht ja auch immer vor den Patienten und will helfen. Der größte Dank gilt eigentlich in Bezug auf die Transplantation in Deutschland sicherlich Dr. Ebel, der das mit sehr viel Energie und Geduld dann zusammengebastelt hat über die Jahre. Rückblickend muss man natürlich schon sagen, es gruselt einen dann selber, was man vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Aber ich empfinde auch eine gewisse Befriedigung, was wir tatsächlich in den 30 Jahren eigentlich alle in der ganzen Transplantationsszene erreicht haben. Und trotzdem, das klang vielleicht auch nur so am Nebensatz an, sehen wir, dass sicherlich auch die Transplantationsindikation inzwischen schon vielfach doch etwas zurückhaltender als wir das vielleicht vor 10, 15 Jahren getan haben. Ja, ich dürfte Sie gerade mal bitten, die Bildschirmteilung aufzugeben, bitte. Entschuldigung, Haben wir nämlich die Chance, uns alle